Willkommen zurück zu Rebel Galaxy Outlaw. Und ich habe mich jetzt entschieden, ich mache jetzt mal die lokale Patrouille. Und dann gucken wir uns mal auf einer anderen Station um, damit wir das Geld zusammenkriegen, damit wir ein bisschen weiterkommen, beziehungsweise das Schiff aufrüsten können. Weil die Minenaufgabe, die ist ja wohl, naja, habe ich vorhin nie gemacht, jetzt weiß ich warum. Als wenn ich es geahnt hätte. Bin ich ein bisschen öde. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Notruf rein, wenn wir ein bisschen Geld reinbekommen. Wäre nicht schlecht für die Bilanz. Gucken. Nix zu sehen. Lokale Patrouille, was ist das andere? Destination reached. Okay, da war irgendwas direkt aufgeploppt, da hinten. Oh, das ist noch Frachtcontainer. Das ist gar nicht schlecht. Jackrabbit, oder? Ja. Würde ich sagen, die Jackrabbit schnell ausschalten und dann können wir uns um den dritten kümmern. Jetzt habe ich zumindest zwei Geschütze. This is far too easy. Gut, dass du es gesagt hast. Ich habe es nicht behauptet, dass es so einfach ist. Auch wenn es jetzt gerade stimmte. So, dann erstmal den da. Der haut er nicht etwa ab. Keine Energie mehr. Gehen wir zu dem da. Fox One. Hab ja das Abwehrsystem installiert, scheint nicht mehr so. Die Rakete. Nicht wendig genug bin. Hier geblieben. You will regret that. Nö, bestimmt nicht. Das werde ich nicht bereuen. So, was haben wir denn hier Schönes? Das war die Schmuggelware, ne? Die Nacht. Oh, ich bin das nicht gewohnt zum Bett. Ist der überhaupt tot? Nein, ist er nicht. Ich dachte, der wird schnell explodieren. War ich vielleicht ein bisschen voreilig? Jetzt aber. So, Komponenten. That looks interesting. Was haben wir denn da? Eisenerz. Das können wir mal mitnehmen.
Action-Romane. Ja, wer braucht's nicht? Nehmen wir ein paar Groschenromane mit. Got it. Wo sind die anderen hin? Was ist das? Sojapaste, ja gut. Ich nehme ja eigentlich alles, was ich verkaufen kann. Und wo war der letzte? Was ist der letzte? Ja. That looks interesting. Ah, ist noch einer. Komponenten. Ich weiß nicht, was mit Komponenten gemeint ist. Looks like that's safely in the hold. Sehr schön. Die Patrouille machen wir weiter. Warum ist denn jetzt der Autopilot gesperrt? Lass mich fliegen. Destination reached. Was ist denn hier los? Hoffe mal kein Gegner. Ich hoffe, da komme ich so durch. Gut. Achso, das ist nur das Signal, nicht direkt irgendwelche Gegner. Ah, da steht doch Kopfgate. Bin ich denn blind? Hier ist nichts mit Kopfgeld. Ja gut, dann fliegen wir mal dahin. Wir haben ja einen Nachbrenner, vielleicht können wir es jetzt. I seem to be in a bit of trouble. I sure could use your help. Damn it, an ambush. Hostile craft entering the area. Okay. Wie viel sehe ich denn? Das ist ein Jackrabbit. Das ist noch ein Jackrabbit. Nochmal. Also 5 sehe ich. Richtig? Glaube ja. My, my. Look what we have here. So, der sollte eigentlich schon erledigt sein. Dann nehmen wir den als nächstes. This is not gonna go your way. So, der ist auch weg. So, und jetzt müssen wir uns um das Schiff kümmern. Smoked him! Ach so, der war schon... Das hat der Händler schon selber gemacht. Okay. Ja, von der Hilfe überhaupt nicht. That's one down. Und das ist der nächste. Damn, you sure showed up at the right time. I can only give so much, but I hope this makes us square. Oh, 4500. So kann man natürlich zu Geld kommen, muss ich sagen. Bounty detected. Schon okay. So, was haben wir denn noch? Wir können den Piloten mitnehmen. Und das ist es dann aber auch schon. Dann mal los. Irgendwas explodiert immer noch hinter mir. Hold full. Ach, ja, mein Frachtraum ist voll. Da muss ich dich leider hier liegen lassen. Das tut mir jetzt fast leid. In gewisser Hinsicht stimmt das sogar.
weil das wäre immer ein bisschen mehr Geld. Naja. Destination reached. Objective complete. Oh, schön. This is Dodge Sector Patrol. Just keep your nose clean. Ja. Mal so eine Frage. Darf ich da nicht landen? Anscheinend nicht. Also, ich dachte, ich hätte da jetzt landen können. Irgendwie. Ach, das ist der Außenposten. Ja, dann fliegen mal zum Außenposten. Das ist vielleicht logischer. Dann lasst mich doch rein, bitte. Okay. Oder auch nicht. Wieso darf ich denn da nicht rein? Craft inbound. Bin jetzt etwas irritiert. Here we go. Also ich bin da. Kann da nicht landen, finde ich jetzt ein bisschen doof. War ich da schon? Ich glaube. Ach, da war ich glaube ich schon, oder? Egal, ich fliege da hin. Wäre jetzt so doof. Warte. Da wollte ich hin. Ich muss mein Zeug loswerden. Aber warum ich den Außenposten nicht anfliegen konnte, finde ich jetzt ein bisschen komisch. Caballeros. Auf der Map sieht das sogar eigentlich genauso aus. Vielleicht bin ich im falschen Winkel angeflogen. Welcome to Caballeros, the Dodge Sector's Fuel Fiesta. Pull forward, please. Okay. Ach, da wird man. Ach, so ist das. Ja gut, ja, wie man sieht, kann ich noch nicht, weil ich ja halt noch nicht so viel machte. Aber, okay, das finde ich nicht schlecht, das hat was. Das Außen. Naja, gut, da ist jetzt aber echt nicht so viel hier. Fort Lubbock waren wir auch schon, oder? Naja, also da ist jetzt tatsächlich das wieder näher. Dann fliegen wir halt dahin. Aber so ein Drive-In, okay. Das finde ich irgendwie lustig, gefällt mir. Fehlt nur noch der Burger, der durch die Luftschleuse gereicht wird. Dodge Sector Traffic Control, your request is granted. Please proceed to the designated bay. So, jetzt haben wir schon 9100. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Ein paar Waren verkaufen. Kaufen. Oh ja, da kriegen wir sogar mehr für als übliche Preis. Das sieht da schon direkt mal besser aus. Das finde ich gut. Nur den Sprungantrieb werden wir uns trotzdem noch nicht leisten. Denn eindeutig, ich will erst den Generator haben. Und als zweites hätte ich gerne eine bessere Zweitwaffe.
Dann nehmen wir halt da den Massebeschleuniger. So, das sieht doch schon direkt mal besser aus. Jetzt habe ich noch 3900. So, was sind die anderen Komponenten? Ja gut, Radar und so weiter ist jetzt nicht so wichtig. Sprungantrieb kostet halt 20.000. Und wir machen jetzt auf jeden Fall, gucken wir uns nochmal an, was wir für Missionen haben. Ah nee, also Minenfeldräume muss echt nicht sein. 37.000. Ja, das sieht aber auch dementsprechend problematisch aus, denn ich habe keinen keinen Frachtraum, der... Oh, wie geil. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, der schmuggelsicher ist. Ein Blitzüberfall. Hm. Ob ich vielleicht diese Piratenmission am Anfang nicht hätte machen dürfen und deswegen so schlechte Aufträge bekomme? Finde ich jetzt natürlich ein bisschen doof. Aber das ist schon ein durchschnittliches Risiko. Das ist echt nicht so ganz ohne. 6.000 ist viel, aber durchschnittlich... Ich kann es ja mal probieren. Probieren wir das mal. Mal gucken. Okay. Bist du dann das letzte? Ja, gute rote Teufel, wen interessiert. Habe ich beim Vorgängerspiel auch... die haben mich auch gehasst ohne Ende. Probieren wir es. Gucken. Wenn nicht, muss ich den Auftrag abbrechen und so schnell wie möglich da verschwinden. Was ist denn der Auftrag? Ach, da unten. Hope you wrote up a will this morning. Destination reached. Ach du meine Güte. Ich habe da gerade viele Pfeile gesehen. Ah ja gut, das sind aber... Oh. Oh. Das wird ein Problem. Gut, wir versuchen das mit dem da zu erledigen, der in der Nähe ist. Mehr. Ich scanne nochmal. So, dann versuchen wir die mal die Jackrabbits zu killen. Mayday, Mayday, requesting help from anybody in the area. Okay, ich glaube, den hat's zerrissen, ne? Ah, jetzt noch mehr von den Cordships. Das sind nur so Cordships. Da muss ich den da angreifen. Was ist das da hinten? Ja, das ist eine Jackrabbit, war ja klar. Okay, den haben wir auch. You're dead. Optimistisch ist sie ja gar nicht. Also, eins muss man sagen, die Waffe ist auf jeden Fall sehr, sehr viel
durchschlagskräftiger als die alte. Und die alten. So, dann kommen wir zu dem. Schau mal. Ja, also das Geld steigt. Wenn ich nur nicht überlebe, ist auch. That's a kill. Aua, irgendwas gegen geflogen. Da hinten ist auf jeden Fall noch einer, aber kümmern wir uns erst um das Schiff. I'm getting ripped to bits. Somebody help! Ja, ich bin ja schon da. Okay. Das sieht erstaunlicherweise ganz gut aus. Ich nehme mal kurz die Arbeitsroboter mit. Roasting my tail feathers here! Komm schon. Der ist fast hinüber. Nothing left but dust. Das lief doch richtig gut. Received. Objective complete. Nice to see a friendly face out here. Ui. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so gut läuft. So, da war doch noch Zeugs, was man einsammeln konnte. Erstmal hinfliegen. Weiß nicht, wie viel habe ich denn noch in meinem Frachtraum? 7 kann ich noch reinnehmen. Gut. Ich weiß nicht, ob die das andere Zeug schon eingesammelt haben oder ob die das überhaupt machen. Keine Ahnung. Denn eigentlich dachte ich, da liegt noch mehr rum. Autsch. Ah, shit. Mist. Nicht aufgepasst. Ich glaube, ich habe die Ware gerade zerstört. Ah, okay, das ist illegales Zeug. Das kann ich leider nicht brauchen. Schade eigentlich. Ah, Mist, da habe ich gerade echt gepennt. Habe ich die Ware mal locker zerstört. Nehme halt den Piloten noch mit. Diesmal habe ich ja ein bisschen Platz. Gut, dann nächste Station. Dann müssten wir ja eigentlich schon genug haben. Destination reached. Ach, hier sind wir wieder. Das ist irgendwie unser Standardausgangspunkt im Moment. Clearance granted. Ja, ich überspringe das mal. Kennen wir ja. So, Terminal. Dafür habe ich auch nochmal 250 bekommen. Jetzt sind wir schon bei 15.000 wieder. Das ist doch schön. So finde ich das doch schön. So, die Waffen, ja, das funktioniert im Moment ganz gut. Dann können wir jetzt ja eigentlich den Sprungantrieb... Achso, nee, der kostet ja 20.000. Ja, damit bin ich wohl ein bisschen früh gefreut. Der nächste Schildgenerator 29.000. Den Rumpf könnte ich noch verbessern.
Wobei ich ehrlich sagen muss, Moment, macht das bei dem so viel Sinn? Ah, eigentlich schon. Und die nächste Waffe, wie sieht's damit aus? Statt dem Massebeschleuniger und zweite Gauss-Kanone? Plasma-Werfung. Auch nicht schlecht. Er hat eine hohe Schilddurchdringung, aber der Energieverbrauch ist ziemlich hoch. Ich glaube, das ist eine zweite Gauss-Kanone, vor allem wegen der Entfernung. Im Moment eigentlich besser. So, jetzt habe ich zwei Gauss-Kanonen. Wie sieht das mit Raketenwerfern aus? Ja, gut, die sind zu teuer. Ja, schön. Dann kaufe ich mir den besseren Rumpf auch noch, dann können wir vielleicht ein bisschen mehr solcher Aufträge annehmen. Ja. Jetzt können wir auch mal gucken. Oh ja, ich kriege auch deutlich schwerere Aufträge im Prinzip. Und sie werden auch schon niedriger eingestuft. Also weil mein Schiff einfach stabiler geworden ist. Das haben wir, sagt die Uhr, wir können ja noch einen Auftrag machen. Was ist denn mit Revierkämpfen? Können Ihnen, ihr seid an dieser, sein an Texas-System. Ach, die roten Teufel, ernsthaft? Ach man, oh. Das ist natürlich ein cooler Auftrag. Niedriges Risiko finde ich interessant. Aber, wie gesagt, das Schmuggeln macht für mich keinen Sinn. Das mit den Revierkämpfen, das lacht mich ja schon ein bisschen an, ne? Das lacht mich echt ein bisschen an. Aber ich versuche, das noch nicht anzunehmen, sondern ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich fliege an ein anderes System, also nicht anderes System, anderen, zur anderen Station. Gucken, ob ich da einen anderen Auftrag kriege. Vielleicht können wir unterwegs noch jemanden retten. Hier ist auf jeden Fall nix. Dann fliegen wir doch mal. Was ist das nochmal? Das ist Sprungtor. Port Lubbock. Ja, kannten wir auch, ne? Sind wir eigentlich da schon gewesen? Ach so, das ist Amarillo. Und was ist das? Endverbrauchermarkt. Ja, lass uns doch mal dahin fliegen. Habe ich eigentlich gerade meine Waren verkauft? Oder hatte ich gar keine Waren? Doch, ich hatte Waren, aber ich habe sie nicht verkauft. Ich bin mir ein Händler. Ne, Moment. Da wollte ich hin. Aber wir wollen das Zeug ja zu den Endverbrauchern bringen, logischerweise. Ist ja klar. War natürlich vollkommen geplant. Okay, keine Probleme unterwegs. Ich bin enttäuscht. Clearance granted. You are now entering an automatic landing zone. Okay. Aber außen waren wir doch auch schon, ne? Oh nein, außen waren wir nicht. Doch, außen waren wir schon. Dann gucken wir doch mal Waren verkaufen, weil ich es vorhin vergessen habe. Wow, das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Oh Mann. Missionsbörse. Eine gründliche Patrouille. Wir betonen das Wort gründlich. Ja, dann machen wir doch mal eine gründliche Patrouille. Was ist denn das? Na gut, das sind 5 Punkte, 8000. Ja, je nachdem, wenn ich was mitnehmen kann, könnte das bedeuten, dass wir danach unsere Ausrüstung haben. Das nehme ich auf jeden Fall noch mit. Wow.
Fly safe, friend. Schön, dass man jetzt nicht unbedingt sieht, wie weit die weg sind. Das fehlt mir so ein bisschen in der HUD-Anzeige. Ja, ne? Notruf. Immer doch. Ich hoffe ja, wir sind jetzt stark genug. Pretty quiet around here. Destination reached. Das kann nur ein Hinterhalt sein. Ach nee, Blackbox. Aber trotzdem sieht das nach dem Hinterhalt aus. Let's see here. Okay, that's got it. Wo ist denn jetzt das Ziel? Achso, ich kann gerade nicht. Aber jetzt ist das der Hinterhalt. Well, well, look at what we got here. Sag ich doch. Das war mit Ansage. Aber da haben wir einen Schlepper, okay. Jetzt weiß ich nicht, was für Schiffe das sind. Einfach mal drauf. So, Einnahme. Erinnert er eigentlich nur mich, der Typ, ein bisschen an den Richter Revenants? Ja, da kommen also noch mehr Schiffe dazu. Die sind natürlich jetzt nicht ganz so geil. Tearing me up out here. I could use a hand. Ja. Komm gleich. I think that's the last. So, den habe ich mal erledigt. Ich kann ihn nicht. Dann wähle ich mal den aus. Ein bisschen weit weg. Alright, here we go. Bounty detected. Ich glaube, die haben noch nichts fallen lassen, wie es aussieht. The Revenants kenne ich gar nicht, glaube ich. See how this suits ya. Da habe ich ja noch nicht mal eine Rakete für gebraucht. Also ich hätte sie nicht gebaut, ich habe sie ja geschossen. Ich habe gerade nicht geguckt, ich habe gerade Geld bekommen. Got it. Look what we got here. Something juicy. Hell with this. Ich hole ich dann noch runter. Looks like that just about does it. Okay. Oh, hey there. Also, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nehmen wir kurz die Sojapaste mit. Dann, vielleicht mehrere Frachtcontainer. Was da wohl drin sein mag? Fracht nichts. Jetzt ernsthaft?
Okay. There we go. Das war alles. Aha. Jetzt da wir. Gotcha. Was haben wir denn noch hier? Noch, Bier, noch mehr Bier. Bier ist gut. Das sollte man so vielleicht nicht tun. Aua. Stabiles Schiff. Gutes Schiff. Gotcha. So, was noch? Wir können die Frachtcontainer uns auch mal angucken und das Zeug nehmen wir auch mit. Nur glaube ich fast, dass mein Frachtraum gleich voll ist. Ach, nö. Come on, Juno. Scheiße. Mama. Diamanten. Hold full. Oh Mist. Okay. Kann ich irgendwo was abliefern? Bin ich ja gerade. Da bin ich. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich probiere das jetzt mal aus. Wenn man einfach zwischendrin im Auftrag was abliefert, ob der Auftrag dann storniert wird oder nicht. Autopilot disengaged by distress signal. Ja, nee, das ist ja mein Frachtraum ist ja voll, kriegt ja nichts. Destination reached. Theoretisch hätte ich ja noch einen Piloten einsammeln können, aber geht ja nicht. Juno Markov, coming in to dock. Ich mal kurz gucken. Nee, es ist immer noch drin. Okay, gut zu wissen. Lass mal die Waren verkaufen. Ja gut, das lohnt sich gar nicht, aber ich muss halt meinen Frachtraum leer kriegen. Und jetzt sehe ich gerade 22.000, das freut mich doch direkt mal. Ich fülle meine Geschosse noch auf. Meine Geschosse. Meine Geschosse und nehme den Sprungantrieb. Und das ist insofern ganz schön, dann können wir nächstes Mal die Mission noch machen und springen dann mal ins, wo mussten wir hin? Ich glaube Nevada-System, um die Ware für Richter abzuwerfen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin erstmal, ciao.